Ja, dann wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Live Trading mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Bevor ich jetzt wie immer an den Thorsten übergebe, muss ich natürlich einmal den Risikohinweis zeigen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen, auch wenn der Thorsten heute Live-Tradings macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und verstehen Sie dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung, sondern dient ausschließlich als oder zu Schulungszwecken. Ja, ganz wichtig an der Stelle, bitte. Und dann eine kleine Sache noch. Beziehungsweise, also klein ist die Sache gar nicht. Wir haben ja letzte Woche die Umstellung gehabt, wo wir die ESMA-Maßnahmen entsprechend umgesetzt haben. Hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen. Und ich möchte nochmal hier bei uns auf der Webseite Ihnen zeigen, wo Sie einfach weitere Informationen finden. Falls Sie da diesbezüglich noch nichts gelesen haben, können Sie hier unter Kontopakete zum Beispiel die entsprechenden Kontotypen sehen mit den entsprechenden Hebeln. Und wer aufmerksam durchliest, sieht auch, dass wir ein neues Produkt haben, Forex Spot, wo die Hebel entsprechend gleich geblieben sind. Ja, und dazu gibt es auch weitere Informationen unter Aktien Forex Indizes und dann können Sie hier sehen Forex CFD oder Forex Spot. Da sehen Sie noch weitere Informationen dazu und entsprechend auch die Vergleiche. Ja, wenn Sie Fragen dazu haben, dann gerne bei uns melden und dann helfen wir Ihnen da weiter. So, dann sage ich auch nochmal offiziell guten Morgen, Thorsten, und übergebe den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Guten Morgen, Nelson, und guten Morgen in die Runde aus dem heute etwas kälteren, nee, ich will schon fast sagen, sehr kalten Norwegen. Allerdings, wenn ich eure Wetterkarte sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich mich verkrümelt habe. Weil, wenn ich das sehe, dass ihr 30, 40 Grad oder sowas habt, dann ist es schon, naja, kaum zum Aushalten. Wir haben hier zwischendurch, das haben die Norweger noch nie gehabt, haben wir zwischendurch einmal so circa 32, 33 Grad, aber ein kurzer Regenschauer, so wie heute Nacht, lassen das Thermometer abstürzen auf 10, 12 Grad. Hier ein aktueller Blick von meinem Arbeitsplatz, um einmal kurz zu erklären, warum, wieso, weswegen wir was machen. Wir sind auf Sommertour, wie jedes Jahr, immer unter dem Motto, wir labern nicht, wir machen. Es gibt leider Gottes genügend Leute, die mir erzählen, in diesem Job kann man machen, was man will, wo man will, wann man will. Wir wollen es nicht nur erzählen, sondern wir tun es. Das vierte Jahr in Folge, dass wir über den Sommer mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Und im Moment befinden wir uns am Namsen Fjord. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Wer sich fragt, warum, warum gerade da? Deswegen. Das sind Bilder, die uns jeden Abend hier im Umkreis von einem halben Kilometer begleiten. Einfach die Tierwelt, die Natur ist einfach ein Traum. So, so viel dazu. Dann möchte ich ganz kurz um Verständnis bitten, dass wir, was das jetzt, kriege ich das wieder nicht weg hier. Hallo. Dass wir das Webinar heute nicht allzu lange machen. Ich möchte das heute etwas verkürzen. Wir haben ein Riesenproblem seit 3 Tagen mit, nee, stimmt gar nicht, seit mittlerweile jetzt im vierten Tag mit unserer Webseite. Der Server ist uns abgeraucht. Ich weiß nicht, ob dem irgendjemand Drogen gefüttert hat.
Ich muss aber fairerweise dazu sagen, die gleichen Drogen hat dann wahrscheinlich der Support genommen, weil die sind seit 4 Tagen nicht in der Lage, das Ding wieder nach oben zu befördern. An alle, die mit uns arbeiten, die uns kennen, die eine kurze Info. Wir können, solange die Webseite down ist, auch keine Mails empfangen. Wir haben die Haupt-E-Mail-Adresse hallo@forexpro-systeme.de umgeleitet auf meine private E-Mail-Adresse, damit wir das Nötigste abfackeln können. Wenn also irgendwas klemmt, irgendeiner mit seinem Rechner abstürzt, der kann an die Hallo getrost wieder erstmal eine Mail schicken. Ich leite dann weiter an Nelson und Nelson macht dann den Rest. Ja. So einfach ist das. Also wir versuchen trotzdem alles zu machen. Ich habe die Zusage, dass die Webseite heute wieder läuft. Ich habe die ersten Meldungen gekriegt, dass sie heute Nacht schon mal gelaufen ist. Und dann haben die Jungs wahrscheinlich Feierabend gemacht, weil heute Morgen ist sie wieder weg. Wir arbeiten unter Hochdruck daran und werden sehen, was wir da machen können. So, aber deswegen wollen wir gar nicht lange rumeiern, sondern wir bewegen uns ja hier morgens, um Europro zu handeln. Europro, für die, die es nicht kennen, ich sehe hier, der Ulrich ist da, der Hannes ist da, der Carsten und so, ein paar Leute, die Namen kennt man, die arbeiten schon seit einigen Jahren mit uns zusammen, aber ich glaube, hier sind auch einige, die bisher nur vor uns gewarnt worden. Große Fresse und so weiter. So, ich habe hier immer noch einen Bug drin, aber ich glaube, Dirk hat den behoben, aber bei mir ist er noch nicht behoben. So, wir haben ein bestimmtes Signalfeld oder ein bestimmtes Signalszenario, was sich aus einem Regelwerk zusammensetzt. Dieses Regelwerk gibt es per Handbuch, wenn man Kunde bei uns ist. Wir gucken jetzt mal 1, 2, 3 Tage zurück. Da. Und wir haben immer verschiedene Wendepunkte. Diese Wendepunkte setzen sich immer aus 2 Szenarien zusammen. Entweder haben wir diese Wendepunkte innerhalb unserer Wolke, die mit dem Hintergrund zusammen parallel laufen sollten. Das heißt, ist die Wolke rot, sollte auch der Hintergrund hochrot sein. Wenn das komplett da ist, sollten wir uns in den Rücklauf in diese Wolke Short-Position suchen, aber in Trendrichtung. Wenn wir uns dieses Beispiel hier mal anschauen, hätten wir den Rücklauf hier in die Wolke, wir hätten uns auch hier unter den Kerzen Short einstoppen lassen können. Aber der Hintergrund ist weiß und wir haben gerade einen Trendbruch vollzogen, nämlich da. Und damit ist dieses Short-Szenario hinfällig, sondern wir wechseln im Kopf sofort um. Und zwar haben wir unterstützend zu unserer Wolke, haben wir auch Zielbereiche hier drinnen. Einmal hier oben, einmal hier unten und die werden dann erweitert durch diese Zielbereiche hier. Und wir sehen in letzter Zeit immer öfter, wie sauber die funktionieren. Hier diesen Zielbereich angelaufen, den gebrochen, schön alle nach oben abgearbeitet. Dann nach unten, nochmal nach oben, dann runter, alles durchschlagen. Hier unten an diesem Zielbereich mit den Schlusskursen hier einen schönen Doppelboden gebildet. Und sofort zurück. Dann hat der wieder gebremst. Hier eine 50er Korrektur. Zack, wieder nach oben, wieder nach unten. Wir kriegen immer wieder die Frage gestellt, sagt, ja, wie steige ich an den Zielbereichen ein? Und das soll eigentlich heute mal mein Hauptthema sein, weil wenn wir die letzten Tage beobachten, wir sind ganz bewusst mal zurückgegangen, wir haben heute Donnerstag und wir haben den 4. Handelstag diese Woche. Das hier war der Montag. Das hier war der Dienstag, ein reiner Longtag. Da hat er schon unten an diesem Zielbereich gedreht und zack, hoch den nächsten. Zack, wieder runter. Und warum ist er nicht höher gelaufen? Weil da oben keine mehr waren. Er hat einmal nur kurz drüber geguckt, er hat gedacht, hey, wo sind hier seine Zielbereiche? Ich weiß ja gar nicht wohin. Und dann hat er es sein lassen. Also hier unten schon den Wendepunkt und zack, da kurz gebremst, da kurz gebremst, da kurz gebremst. So, dann haben wir gestern. Gleiches Spiel, oben kurz gebremst,
zack nach unten, kurz gebremst, zurück, den hier bestätigt, runter an die 76, diesen Zielbereich wieder gewendet, hoch, kurz gebremst, nächsten Schwung, kurz gebremst. Und jetzt turnen wir an dem Hoch von gestern rum und das wird das Szenario heute. Und daraus errechnen sich für mich heute folgende Marken. Ich habe diesen Einstieg hier unten an der glatten 1,16 verpasst. Also, entweder suche ich mir eine brauchbare Umkehrformation im 5-Minuten-Chart, also im übergeordneten Chart hier unten. Suche ich mir eine brauchbare Umkehrformation. Das wäre in dem Fall spätestens diese Kerze gewesen. Über diese hätte ich mich einstoppen lassen können bei 16,04 und den Stop unter die 1,16 legen. 4 Punkte Risiko im 5-Minuten-Chart sind überschaubar. Das wäre das eine Szenario. Das bessere Szenario ist, sich mit dem Trend einen Einstieg nach Euro Pro zu suchen und Euro Pro, das hier nervt. Muss man unseren Support zusammenscheißen hier. Unterbricht der Ton ab und zu mal, kann das sein? Bräuchte ich mal eine Rückmeldung? Also, bis jetzt ist alles okay bei mir. Weil der Ulrich immer schimpft. Ulrich, ich weiß, es ist morgens, es ist 7:57 Uhr, aber trotzdem würde ich empfehlen, wenn du im Webinar bist, die Ohrstöpsel aus der Nachtruhe zu entfernen. Dann geht das. So, also, das heißt hier, wenn ich mir einen Einstieg nach Euro Pro suche, brauche ich für ein Long-Szenario, brauche ich übergeordnet einen Aufwärtstrend. Haben wir den hier? Okay, dann nicht. Wenn man das nicht erkennt, kann man Euro pro 3 kaufen. Also, wir haben im 5-Minuten-Chart logischerweise noch keinen Aufwärtstrend. Wir haben jetzt hier, wenn wir hier drüber ein neues Hoch machen, das hier könnte man sogar schon als Zwischenhoch nehmen, haben wir die Definition eines Aufwärtstrendes, aber in einem intakten Abwärtstrend. Das nennt man sogenannte verschachtelte Trends. Deswegen ist die Nummer noch nicht komplett. So lange müssen wir warten. Um Long-Einstiege zu suchen. Was hat das nun mit den Zielbereichen auf sich? Weil, wie gesagt, die Hauptfrage ist ja, wie kann ich an den Zielbereichen einsteigen? Ich selber. Aber ich sage mal, ich nutze mich immer nicht als Maßstab, weil ich habe keine Angst vor dem Chart, ich habe keine Angst vor diesen Marken. Ich probiere einfach so eine Sache. Das würde für mich heißen, hier diese Kerze, diese lange Lunte und die nächste Kerze hier, da drüber einstoppen, stopp da unten drunter. Das wäre ein Versuch wert. So, Einstieg 1,16,04, wenn wir 8 Punkte vorne sind, also spätestens an der 12, das wäre hier an diesem Zielbereich, wenn er den jetzt holt, geht der Stop Break Even plus 2. Und dann Hop oder Top. Das ist die eine Variante. Obwohl ich diese Zielbereiche hier, diese dickeren, nur dann nutze, wenn wir knapp darüber, so wie hier, knapp darüber bremsen. Also knapp darüber so eine Nummer haben, dann nach oben abmarschieren. Passiert das an diesem dicken Zielbereich nicht, sondern wir marschieren nach unten durch, suche ich mir die Umkehrformation an diesen. Das wäre in diesem Fall hier die 89, beziehungsweise die 92, so diesen Bereich. Wenn er den heute früh anläuft, wovon ich in der Regel ausgehe, weil in 70% der Fälle ist das so, dann knallt er einmal kurz nach unten durch, spiket hier runter. Und wenn er mir in diesem Bereich eine Umkehrformation gibt, dann
suche ich mir dort einen Entry. Bei uns ist jetzt noch kein Zielbereich zu sehen. Doch, bei euch ist auch ein Zielbereich zu sehen. Mit Sicherheit. Wenn nicht, sind die Zeiteinstellungen im Stereo-Trader falsch eingestellt. Wenn dem so ist, bitte eine Mail schicken. Aber bei solchen Sachen wäre ich dir dankbar, wenn du mit der Mail bis morgen wartest oder ein Ticket ziehst. Bis morgen. Ich hoffe, dass die Webseite heute am Laufen ist, dass wir das Ticketsystem und so weiter auch ganz normal abarbeiten können. Die Form der Mailversendung bitte ich nur in Notfällen zu nutzen. Also bitte, wenn es bis heute ging, dann geht es auch bis morgen noch. Morgen früh bitte ein Ticket ziehen. Sobald die Webseite läuft, dann landet das direkt bei Ralf und Ralf. Der kümmert sich auch drum. Die neue Version 2030, die kann man herunterladen. Genau, Nelson hat es gerade gesagt. Dann soll dieser Bug auch weg sein, dass die sich das Panel hier immer in die Mitte schiebt. Das ist in der neuen Build 2030. Ich konnte bloß den Link bei uns auf der Homepage noch nicht einfügen. Bei FXLet kann man dieses Update herunterladen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob euer Update, Nelson, mit unserem identisch ist. Das ist jetzt die Weil wir die Forex Pro. offizielle Version von Dirk. Also Ja, wir haben ja wahrscheinlich. die Forex Pro Version. Ob das Genau. Update mit eurem funktioniert, das weiß ich nicht. Auch Das. um diese Frage gleich abzufackeln, wir hatten gestern gerade diese Diskussion mit ein, zwei Interessenten. Wir haben eine Forex Pro Version und wir haben die Version von FXLet. FXLet stellt den Stereo Trader vielen Kunden oder einigen Kunden kostenlos zur Verfügung. Allerdings auf der FXLet Version laufen unsere Add-ons wie Euro Pro und DAU Pro und so weiter laufen darauf nicht. Die laufen nur auf der Forex Pro Version. Wir haben viele Leute dazwischen, die wechseln von anderen Brokern hierher, was soll ich jetzt von JFD zu FXLet oder von WH oder was weiß ich, woher die kommen, und wechseln dann zu FXLet, weil es den Stereo dort kostenlos gibt, als Info. Dann sind wir mit dem Support auch raus. Den Support übernimmt dann FXLet bzw. stereotrader.net. Wir sind aus der Nummer raus und unsere Add-ons laufen nicht. Unsere Add-ons laufen nur auf der Forex Pro Version. Okay. Um hierbei zu bleiben, wir müssen. Da wir sehen, wer hat jetzt diesen Zielbereich hier oben geholt. Wenn man diese Nummer hier mitgenommen hätte, hätte. Wie hat Lothar Matthäus mal gesagt? Fußballprofi, du weißt das doch. Nein, erzähl's mir, Fußballlehrer. Eigentlich heißt das hätte Fahrradkette. Unser Fußballprofi Lothar Matthäus hat mal gesagt, wäre Fahrradkette. Also mit dem Fußball, das war ja vielleicht noch ganz gut, aber so als Eheberater und als Deutschlehrer oder so, glaube ich, hat das nicht so funktioniert. Also da oben, da rein, wenn ich allerdings weiß, er geht bis da hoch, muss ich ja nicht zwingend mein Stop nur Break Even ziehen, sondern ich kann genauso auch darauf spekulieren, diese Nummer hier oben an der 12 oder so glatt zu stellen, habe ich schon mal 8 Punkte. Mein Tagesziel sind 10 bis 12 Punkte. Wenn ich die da oben erreiche, würde ich nach diesem Szenario, wenn die hier unten in diesem Zielbereich hoch, wenn ich hier auf 12 Punkte komme, nicht nur auf 8, sondern auf 12 Punkte komme, würde ich die Position rausschmeißen und mich freuen, dass ich mein Tagesziel erreicht habe, würde aber trotzdem den Lauf nach unten 92 bis 89, diesen Bereich bevorzugen und hier unten eine neue Nummer ziehen. Wenn ich hier eingestiegen bin und mein Tagesziel noch nicht erreicht habe, geht mein Stop an den Zielbereich Break-Even. Und dort bleibt er liegen. Dann heißt es Hop oder Top. Und von der 4 kommend bis an die 18, bis an diese Zwischenhochs hier, bis an die 18 und bei 14, 15 Punkten mein maximales Tagesziel. Da mein Tagesziel bei 10 bis 15 Punkten, über 12 bis 15 Punkten liegt, habe ich sogar dann oben an der 18 die Möglichkeit, mit 15 Punkten 2 Drittel der Position rauszuschmeißen. Das ist so vom Money Management her das Ideale. Ich lasse das Ding laufen bis zur 15, schmeiße hier jetzt 2 Drittel raus und das letzte Drittel, weil, rechnen wir mal, wenn ich mit 3 Lot unterwegs bin, das ist meine Standardhandelgröße,
mit drei Lot unterwegs bin, sind 360, 300, $360 sind so ungefähr mein Tagesziel, also 10, 12 Punkte ungefähr, so das Mindestziel, was ich erreichen möchte. Ich komme jetzt hier unten von der 4 bis an die 19 hier oben angeschossen. Dann habe ich 15 Punkte, bin ich bei 450 Punkte. Also stelle ich so viel Position glatt, dass ich meine $300 habe. Ungefähr. Die $300 safe ich und die anderen 150, muss ich auf die Positionsgröße umrechnen. Die restliche Positionsgröße, die sichere ich hier unten break-even ab und habe dann die Möglichkeit, den Lauf bis nach oben volle Granate mitzunehmen und das als Langläufer zu machen. Schaffe ich es auch diese Nummer dann schon weit im Gewinn abzusichern, wird diese Nummer gesichert. Wie ihr seht, ich habe hier eine andere Strategie drinne. In dem Fall hinterlege, nee, habe ich hier noch nicht. Oh, sorry. Würde ich hier jetzt eine andere Strategie draus machen und würde das Ding umtaufen auf Euro pro langfristig zum Beispiel. Zack. Wie gesagt, ich habe den Entry hier unten verpasst. Leider. So, und dann mache ich dann daraus eine langfristige Position und lege die da und lege mir dann diese Nummer beiseite und lasse dieses eine Drittel einfach weiterlaufen als langfristige Position und wechsle dann, schiebe dieses Fenster mit der Strategie dahinter, das schiebe ich einfach beiseite und lasse die Position langfristig drin laufen. Mach mir ein neues Fenster auf, wieder mit Euro pro 5 Minuten und dann habe ich hier mein 1 Minuten und mein 5 Minuten Chart nebeneinander liegen und kann wieder ganz normal scalpen. Wie scalpen wir nach dieser Nummer? Diese Nummer heißt, wir brauchen in 5 Minuten einen funktionierenden Trend, einen Aufwärtstrend, den wir jetzt hoffentlich übergeordnet auch gleich kriegen, wenn er da oben rausballert. Nochmal. Handel nach Zielbereichen, hier unten bei der 4 rein, das heißt über diese Umkehrkerze. Das High war bei 16.041, also knapp über die 16.04 lässt man sich einstoppen. Hier oben schmeißt man dann 2 Drittel der Position raus, den Rest lässt man laufen. Einstieg nach Euro pro heißt, wir brauchen einen funktionierenden Trend in 5 Minuten. Und zwar einen Aufwärtstrend und dann warten wir in diesem Aufwärtstrend die Korrektur ab. Die Korrektur in 5 Minuten soll einen Abwärtstrend in 1 Minute darstellen. Heißt umgekehrt, wenn ich euch durcheinander bringe, müsst ihr das sagen. Im Moment bewegen wir uns ja noch in einem intakten Abwärtstrend. Zu sehen, oder? Das heißt, der Trend hier ist noch intakt nach unten. Da. Das ist die letzte Abwärtsbewegung. Dieser Trend ist noch voll intakt. Demnach bewegen wir uns hier jetzt in der Korrektur. So. Diese Korrektur soll einen Trend darstellen. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. 8 Uhr kommt Dampf rein. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Short erst dann, wenn wir das letzte Tief der Aufwärtsbewegung gebrochen haben. Das ist da. Da muss er nach unten durch. Erst dann hätten wir die Möglichkeit, uns ein Short-Szenario zu suchen. Können wir aber nicht, weil wir in 5 Minuten inzwischen unsere Wolke blau ist und unser Hintergrund blau ist. Wenn der Hintergrund blau ist, heißt es für uns Euro-Pro-Händler, einfach die übergeordneten Zeitebenen sind eher auf Long unterwegs. Dafür ist der Filter da, der filtert diese ganze Geschichte raus. Für mich würde es heißen, wenn ich mir jetzt hier eine Short-Position suche, was ja nach Euro pro, nach einem Bruch hier unten gut möglich wäre. Wenn mir hier jetzt eine Short-Position suche, stelle ich mich gegen alle übergeordneten Zeitebenen. Das ist wie gegen den Strom schwimmen. In Fluss springen und entgegengesetzter Strömung schwimmen. Und das noch bei 5 Grad kaltem Wasser.
Ich weiß nicht, wer da Spaß dran hat. Ich habe es nicht. Weder an den 5 Grad kalten Wasser noch gegen den Strom schwimmen. Ich will beides nicht. Die Ziele sind nur im Stereo-Trader Euro Pro zu sehen. Und kann man das auch in den Agena-Trader übernehmen? Nee, kann man nicht. Ich habe auf den Agena-Trader nichts programmiert. Ich habe von dem Agena-Trader keine Ahnung. Noch nicht. Vielleicht beschäftige ich mich irgendwann mal damit. Aber ich bin von dem Trip weg, von einer Plattform zur anderen zu springen und mir jeden Kram anzugucken. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint oder so, aber es gibt Leute, die kommen mit Magina sehr gut klar, ist ja auch bestens. Ich komme mit dem Stereo-Trader klar. Das ist für mich ausschlaggebend. Und ich tanze nur auf einer Hochzeit und ich tanze auch nur mit einer Braut. So, jetzt gehen wir mal in den Zeiteinheiten ein bisschen höher, damit man weiß, was hier überhaupt funktioniert. Den hier wollte ich mir ganz kurz angucken. Der Junge hier, wir gehen gleich mittelfristig auf den Euro ein. Der Junge hier, der macht mir im Moment mal wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Wir haben hier gestern eine kräftige Abwärtsbewegung hingelegt in zwei richtigen Schüben. Da die Bewegung in einem Rutsch durchging, werte ich die jetzt auch als eine Bewegung. Jetzt muss man sehen, welche Möglichkeiten haben wir. Er dürfte jetzt noch hoch bis zur 12.670 ungefähr. Man kann in diesem Fall die Marken nur ungefähr angeben. Ich sehe aber, dass er jetzt, wenn ich hier ein Fibo drauflege, genau an der 50er bremst, den Lauf an die 50er nimmt und danach entscheidet sich jetzt auch die nächste Bewegung. Muss ich jetzt diese Bewegung nehmen, die er nach unten dupliziert? Die hier? Oder muss ich, wenn er den nächsten Schub macht, diese Bewegung nehmen? Allerdings haben wir hier eine Spanne, die sich von der 93 bis zur 84, also um 10 Punkte im Ziel verschiebt. Das dürfte nicht ganz so schlimm sein. Wir müssen nur noch gucken, wo startet der Junge? Startet er hier schon die nächste Short-Bewegung oder startet er die erst in diesem Bereich? In diesem Fall hätten wir heute Ziele bei der 12.530, 12.535, es sei denn, er geht da unten durch, also dreht jetzt hier schon in diesem Bereich, dann haben wir Ziele von der 12.524 und die 12.524 wäre gar nicht so schön für die Bullen. Mach das mal ein bisschen größer. So. Weil, wenn wir hier unten durchgehen, da. Diese Tiefs nehmen hier, also unter die 12.580 fallen, dann dürfte es sehr, sehr zügig nach unten gehen und dann geht es nicht nur an die 12.524, also nicht nur in diesen Bereich, sondern dann geht es auf jeden Fall runter bis an die 12.94 und wenn nicht sogar diese ganze Bewegung nach unten dupliziert wird. Wir sehen, wir bewegen uns hier sauber in einem langsamen Korrekturzyklus. 50er Fibo scheint im Moment zu halten. Bis 9 Uhr kann er auch noch bis an die 12.660, so 12.664 gehen. Diesen Bereich, den darf er noch holen. Aber dann sollte Schluss sein. Da hätten wir auch mit dieser Kerze hier ein schönes Doppeltop. Und dann sollte er die Bewegung nach unten fortsetzen. Wie gesagt, K.O. für die Bullen. Der K.O.-Schlag kommt unter dieser Linie, die momentan bei der 12.580 ungefähr verläuft. Kleine Spikes darunter sind erlaubt. Stundenschlusskurs darunter ist ein K.O.-Kriterium für die Bullen und die Bären übernehmen auch in dieser Zeiteinheit. Und wenn die Bären übernehmen, dann sehen wir in der Regel, was da passiert. Das geht in der Regel recht zügig. Egal, wo man einsteigt, wir müssen trotzdem auch dieses Gesamtszenario hier einplanen, dass wir noch weiter übergeordnet diese Nummer da haben und da sollten wir, hat er jetzt einmal die 61,8 geküsst,
Auch hier ist nicht ausgeschlossen, Doppeltop zu machen. Also beachtet bitte immer, dass auch hier nochmal die Stops da oben abgefischt werden können. Wenn die Stops da oben abgefischt werden, spricht es aber auch dafür, dass wir danach eine massive Abwärtsbewegung kriegen. So ist es jedenfalls in der Vergangenheit oft gewesen. Wenn die Stops hier oben nochmal geholt werden, das heißt, die Bären nochmal rausgekegelt werden, geht es in der Regel danach massiv nach unten. Was kann man hier noch rauslesen? Das sind immer falsches Muster. Das wollte ich nicht. Ich wollte diese Nummer haben hier. Man könnte das mit dieser Marke vergleichen. Das wird aber nichts. Dieser Spike hier nach unten, der ist viel wichtiger. Und wenn wir den nach unten haben, dann haben wir, wo ist jetzt mein DAX da? Dann haben wir auch die gleiche Marke und dann haben wir auch ungefähr das Zeitfenster. Wir waren hier unten bei der 12.5, 20, 12.5.30 und da würden wir heute Abend zum Tagesschluss sein in diesem Kanal, wenn er diesen Kanal einhält. Auch hier draus kann man sich wieder verschiedene Marken holen. Hier oben die 12.670, das würde einen leichten Bruch mit einem kurzen Spike über unser Fibo-Level ergeben, dass er ganz kurz durchschießt, die Kante hier besucht und dann die Unterkante besucht. Aber das sollte die Range sein, die hoffentlich Bestand hat. Zu diesen beiden Szenarien sind da Fragen. Ich habe vorhin gesagt, ich werde es heute etwas kürzer fassen als üblich. Mir, sorry, wenn ich das so sagen darf, nicht, dass ich was an die Ohren kriege wegen schlechten Benehmen, aber mir kocht der Arsch, was unsere so steht uns immer ein Augustabsturz ins Haus, wie es in der Vergangenheit in unschöner Regelmäßigkeit im DAX zu beobachten war. Hey! Hier kommt ein Feingeist. Genau darauf spekuliere ich. Ich kann mich entsinnen an das Jahr 2015 im August. 2015 im August war ich auf dem Weg nach Trelleborg. Da waren wir ebenfalls in Skandinavien unterwegs und ich war auf dem Weg nach Trelleborg. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. August 2015. 2015, 17. Da haben wir den August 2015 hier eine Long-Tageskerze. Ach, das ist der Euro. Falsche Nummer. Kommt mich schon, das Bild sah schon scheiße aus. Da haben wir ihn. So. Was ist das jetzt? Geht bloß bis 15. Klar, bis September. Scheiße. Also, guckt ihr mal zurück bis in den August 2015. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht hinkriege, aber ich bin auch ein Anwender. Ansonsten bin ich Plattform-Legastheniker. Guckt mal zurück in den August 2015. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir dort eine Handelsspanne an manchen Tagen von 700, 800 Punkten. Hoch, runter, hoch, runter. Und ich weiß, wie gesagt, ich war auf der Autobahn auf dem Weg, das war zweite Augusthälfte, nach Trelleborg zur Fähre, quer durch Schweden. Und wir hatten, ich glaube, morgens einen Kurs von 9,8, abends dann von 9,2 und dann zwischendurch wieder von 9,8. Genau, da haben wir uns genau in diesem Bereich bewegt und dann abends wieder 9,2. Ich glaube, da ist diese Spanne zweimal oder dreimal am Tag durchgefegt, kaum handelbar. In solchen Sachen kann man nur darauf hoffen, dass man investiert ist. Und ja, wir haben diesen Absturz, leider Gottes regelmäßig, und auf den spekuliere ich auch. Wir haben in der Regel in der Sommerflaute durch diesen Begriff Sell in Mai and Go, also verkaufe im Mai und gehe deinen Weg. Vergiss nicht, im September zurückzukommen.
dieses Verkauf im Mai oder Sell im Mai hat oft wirklich diese Wirkung, dass bis Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober eine Verlustspanne im DAX von, ich sag mal, mindestens 5, 6% bis in der Spitze, glaube ich, hatten wir mal 23% Verlust kreiert hat. So, und wir kommen von der 13,6. Das heißt, wir sind jetzt hier noch in einer Verlustphase in dem Bereich. Zack. Gucken wir uns das hoch an. Da, seit Mai haben wir, Mann, du mach doch hier, da. Wir haben das hoch bei der 12,8 und von da aus kann ich jetzt irgendwie noch nicht erkennen, dass wir da einen Riesenabsturz haben, außer 10% ungefähr, also die richtige Marke oder der richtige Schub nach unten, der war das eher noch nicht. Deswegen arbeite ich auch hier ganz gerne mit den FIBO-Leveln da. Und wenn ich das übergeordnet sehe, soll diese Nummer von oben nach unten wenigstens noch einmal erfolgen. Und dann landen wir nämlich bei diesen Tiefs, bei der 12,350, 12,4. Und dann sollte die dritte Welle kommen und diese dritte Welle sollte uns dann an die Tiefs vom März bringen. Ich sag mal, FDAX irgendwo im Bereich bei 11,7. Das ist mein übergeordnetes Szenario und da wollen wir auch hin. So, den habe ich vorhin aus Versehen umgeschaltet. Zack. Da haben wir kurz was zerschossen. Und er kommt gleich wieder. Hoffe ich doch. Damit. Um das nochmal zusammenzufassen, so lange gibt es nämlich bei mir nichts zu tun. Ich bin auch etwas vorsichtig, um das zusammenzufassen. Wenn unsere Wolke jetzt parallel zu dem Filter die Farbe wechseln sollte, was mit dem Schlusskurs dieser Kerze oder mit der nächsten Kerze passieren kann oder passieren wird, wahrscheinlich jetzt, dann wird er einen kräftigen Schub nach oben kriegen. Wenn die Wolke jetzt ihre Farbe wechselt auf Blau und unsere Linien beide nach oben zeigen und der Schnitt hier vollzogen wird von unserer Wolke, dann kriegen wir in der Regel einen kräftigen Schub nach oben. Leider ist die Bewegung, die Abwärtsbewegung vorher für unser Regelwerk ziemlich stark und wir haben hier an diesem Zwischenhoch nur einen Doppeltop. Da haben es angelaufen, das hat bis jetzt gebremst. Wir haben noch keinen Trendwechsel vollzogen. Und dieser Trendwechsel ist für unser Regelwerk aber erforderlich. Die anderen Marken haben sehr gut funktioniert. Die 12 bei der 4 rein, hoch an die 12. Diese Kerze hier sagt uns, es ist sehr schön oder ideal, hier nicht unbedingt mit dem Take Profit zu arbeiten, sondern mit einer Limit Pullback mit einem Punkt Rücklauf. Wenn ich das Ding hier auf die 11,8 lege, Limit Pullback, ein Short Limit Pullback in der dementsprechenden Positionsgröße, wenn ich meine Positionsgröße verkleinern will, drei Lot von unten kommend bei der 0,4, bei der 12 eine Limit Pullback, sagen wir mit zwei Lot, dann gehen wir hier hoch, wir laufen in der Spitze bis an die 14,9, fast 15, ein Punkt zurück gehe ich an die 14. Das heißt, ich fliege nicht mit 8 Punkten raus, sondern mit 10 Punkten. Limit Pullback verschafft mir hier den klaren Vorteil des besseren Ausstiegs von 2 Punkten. So meine Empfehlung. Ob der Absturz, mein lieber Peter M., nun wirklich im August kommt, das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, brauchte ich Idiot mir nicht morgens im Wecker stellen, Viertel vor 8 hier rumsitzen und Nelson zulabern. Dann könnte ich schön popelnderweise im Bett liegen, auf dem Fjord gucken. Und müsste einmal im Monat kurz eine halbe Stunde nach Hause und Geld umstapeln im Keller, damit es nicht schimmelt. Fürs Kleingeld umschaufeln hätte ich jemanden eingestellt.
So, Trendwechsel nicht vollzogen, alles noch blau, damit gibt es nichts zu tun. Und wie gesagt, ich bevorzuge auch das Szenario, dass wir nochmal hier runterlaufen in diesen Bereich, da unten eine Umkehrformation kriegen, so wie hier, vielleicht einen schönen Hammer oder sonst irgendwas. Und dann würde ich nach Zielbereichen hier diese Umkehr nutzen und dann nach Hause gehen. Wie, du hast noch eins zu Hause? Ja, klar habe ich eins zu Hause. Logisch. Irgendwohin muss ja das Finanzamt die Rechnung schicken. Ja, wir haben ein Zuhause und wir werden auch in gut 3 Wochen die Rückreise antreten. Langsam dann von Norwegen uns Richtung Heimat begeben. So, so viel zu den Szenarien. Also hier dieser Bereich für Long-Positionen, das ist ja nicht mehr so weit. Das sind noch irgendwie 20 Punkte, die er nach unten machen kann. Und um die Frage zu beantworten, nein, die nehme ich Short nicht mit. Es sei denn, er gibt mir nach meinem Regelwerk hier ganz klare Vorgaben. Und ich kann mit ganz engen Stops arbeiten. Euro pro Regelwerk ist immer noch Short. Wir haben übergeordnet einen Short-Trend, der ist noch intakt. Der Filter bremst, wenn der Filter hier blau ist und ich will es trotzdem handeln, Positionsgröße runter. Das letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Das hat er jetzt hier gemacht und dann brauche ich einen Rücklauf in die Nähe von der Wolke und kann mich dann Short einstoppen lassen. Ich mache das in dem Fall aber nur dann, wenn ich mit kleinen Stops auskomme. Kleine Stops heißt, er müsste jetzt zurücklaufen bis an die 11, damit ich meinen Stop hier mit 4 Punkten platzieren kann. Hier in diesem Bereich bei der 11 würde ich es versuchen. Aber dafür brauche ich einen sauberen Rücklauf nach meinem Regelwerk. Also, um ehrlich zu sein, das ist das, was ich öffentlich hier erzähle, weil so ist das Regelwerk. Ich habe dieses Regelwerk seit 11 Jahren und logisch weiche ich das ab und zu mal auf, so wie jeder langjährige Händler, ich mag diesen Begriff professionell oder so nicht so unbedingt, aber wie jeder langjährige Händler, der ein funktionierendes Regelwerk hat, sein Regelwerk auch mal aufweicht. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt mich hier nach Euro pro einstoppen lassen, sondern würde hier sogar mit einer Limit arbeiten, wenn er mir die Korrektur vorgibt. Was ist hier los? Machen wir mal eine Minute draus. So, und wenn sich dieses Szenario, na komm, jetzt mit der Wolke deckt und wir hier jetzt, das schaffen wir schon nicht mehr, doch, wenn er jetzt hier zurückläuft an den 50er Level und damit ungefähr dieses Tief bestätigt, dann ist er innerhalb von unserer Wolke am 50er Level. Wir haben den 50er Level, wir haben die 10, das heißt, ich komme mit 5 Punkten Stop aus. Zack. Und 5,5 Punkte Stop. 5,5 Punkte Stop. Und wir wollen runter bis an die, wo wollen wir hin? An welche Marke? An die 89. Die deckt sich. Wir kommen in dem Fall dann von der 10, wir wollen an die 89, dann lassen wir die 20 Punkte da drinne und dann lege ich hierhin eine Short Limit. So. Wenn er den Bereich jetzt anläuft, okay, dann arbeite ich mit einer Limit. Und riskiere hier 5 Punkte mit
mit einem halben Lot. Das sind 25 Euro. Das ist machbar. 20 Punkte nach unten wären 100 Euro. CRV von 4 zu 1 durchaus im machbaren Bereich. Und wenn er jetzt ohne mich läuft, dann läuft er jetzt ohne mich weg. Dann habe ich ihm die Arschkarte gezogen. Aber dann mache ich es umgedreht und suche mir hier unten eine Long Limit. Wenn er jetzt hier unten rausgeht, ist diese Short Limit hinfällig. Ein Minuten Schlusskurs hier unter der 1,16 macht das Szenario hinfällig. Und wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit hier runter an die 90. So, der Rücklauf wäre jetzt zu krass, den kriegen wir nicht mehr hin, weil wenn wir jetzt da hochgehen an meine Einstiegsmarke, haben wir alle Fibo-Level durchschlagen. Das widerspricht meinem Regelwerk, also ist das hinfällig. Hier unten im Zielbereich, den knacken wir schon mal. Jetzt kann ich das Spiel umdrehen und versuche hier unten mit einer Long Limit zu arbeiten. So, die liegt jetzt da mit allem drum und dran. Darunter 5 Punkte Stop, mehr würde ich nicht zulassen. Dann sind das eben 5 Punkte. Allerdings würde ich, da wir in Hauptrichtung laufen wollen, werde ich in diesem Fall den Take Profit rausnehmen. Und ich höre es ja, wenn das Ding Alarm macht, wenn die Nummer holt, dann suche ich mir dann den Take Profit oder einen Teil der Position, die ich rausschmeiße an bestimmten Marken. Erstmal gucken, wann die ihr greift. Vielleicht ballert er auch hier mit einer Kerze noch 20 Punkte tiefer und schiebt sie dann zurück. Deswegen wäre es sinnlos, jetzt hier einen Take Profit reinzubasteln, sondern die Teilgewinnmitnahme realisiere ich dann, wenn wir soweit sind. So. Der Junge, der macht gar nichts, der dümpelt immer noch darum. Der wartet jetzt, bis der Euro da unten ist, und wenn der Euro nach oben schießt, dann darf der DAX nach unten schießen. Wenn beide Zeiteinheiten 1 Minute und 5 Minuten unter der 16 schließen, ist es sogar noch viel wahrscheinlicher, dass er hier runtergeht. Wie gesagt, diesen Bereich merkt euch den, der ist heute dafür da. Und das soll es für mich auch für heute gewesen sein. Ich muss jetzt mal versuchen, ob ich den Support erreiche, die mir angeblich letzte Nacht meine Homepage aktiviert haben, was sie mir jedenfalls um 11:30 mitgeteilt haben, was aber nicht stimmt. Und ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich heute mal 10 Minuten früher Schluss mache. Und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen kleinen Einblick in meine Denkweise geben, wie ich mir die Charts morgens angucke und wie ich handle. Heute, wie gesagt, war es sehr, sehr vorsichtig. Aber es gab eben nach meinen Regelwerken nichts zu tun, außer dass ich den ersten hier verpasst habe, weil ihr noch nicht da wart, weil ich auf euch warten musste. Sonst hätte ich das nämlich gemacht. Ne? Ihr seid schuld. Man muss auch mal die Schuld bei den anderen suchen. Ansonsten wäre diese Nummer nach Zielbereiche schön durchgelaufen mit einem sauberen Tagesziel. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber so ist eben noch kein Regelwerk machbar. Es sei denn, wir packen jetzt die Nummer hier unten. Ich hoffe, es war trotzdem okay für euch und ich habe euch nicht zu dolle enttäuscht. Wir kümmern uns jetzt um unsere Webseite. Da habe ich nicht Elche beobachtet. Elche beobachte ich morgens um 4. Ich hoffe, ich konnte es euch recht machen und sage danke an Nelson und sage danke an FX Threat, dass wir hier mal einen kleinen Einblick in unsere Handelsweise geben konnten. Eine Bemerkung noch am Rande. Wir haben vor gut einer Woche unseren Paternoster Trader Club am 1.8. ins Leben gerufen. Für eine Mitgliedschaft können sich alle bewerben, die eine Euro-Pro-Lizenz haben, ihr Konto bei FX Flat führen, aktiv führen. Auch diese Seite wird hoffentlich heute im Laufe des Tages wieder aktuell sein. Wer da auf dem Laufenden gehalten werden möchte, sollte sich bitte bei unserem Newsletter registrieren. Den Link kann Nelson nachher vielleicht mal in die Nachfassmail packen. Dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wie weit
der Club ist, wie weit er gediehen ist und wie das weitere Prozedere ist. Und damit möchte ich Danke sagen und Tschüss in die Runde. Danke an Nelson, danke an FXZ und danke, dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt. Hoffe ich doch jedenfalls. Doch, das haben wir. Vielen Dank, Thorsten, wie immer für das Webinar. Sehr gut erklärt alles und vielen Dank an die Teilnehmer. Selbstverständlich, dass Sie heute wieder live dabei waren. Aufzeichnung kommt wie immer soweit möglich, so schnell wie möglich online. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Dir, Thorsten, viel Erfolg, dass da alles wieder läuft. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss zusammen.